Shape Your EU Parliament. Als wir das hörten, waren wir erst einmal überfordert. Danach setzten wir uns wieder mit diesem komplexen Thema auseinander. Unser Ergebnis seht ihr jetzt. Was ist das EU-Parlament überhaupt? Das Parlament der Europäischen Union ist eine Institution aller EU-Mitgliedstaaten. Es ist das einzig direkt von den Bürgern gewählte Organ der EU. Die Aufgabenbereiche des Parlaments behandeln das Gesetz, die Haushaltsbefugnisse und die politische Kontrolle. Außerdem ist es beratend tätig und wählt den Kommissionspräsidenten. Der derzeitige Kommissionspräsident ist Jean-Claude Juncker, der zur Fraktion der Europäischen Volkspartei gehört. Diese setzt sich aus christlich-demokratischen, bürgerlich-konservativen und nationalkonservativ-rechtspopulistischen Parteien zusammen. Wie stellen wir uns die Zukunft des EU-Parlaments vor? Wir finden, dass die Zukunftspläne bereits sehr gut aussehen. Reichere Länder sollten mehr Geld investieren, um die Wirtschaft in ärmeren Ländern zu stärken. Davon wird die Wirtschaft der EU gestärkt und von allen Mitgliedstaaten profitieren. Für uns ist auch wichtig, dass das EU-Parlament Themen behandelt, die uns Jugendliche stark betreffen, und dass die Mitgliedstaaten der EU auf die Digitalisierung vorbereitet werden. Besonders wichtig ist uns die Erhaltung der Netzneutralität. Netzneutralität bezeichnet die Gleichbehandlung von Daten bei der Übertragung im Internet und den diskriminierungsfreien Zugang bei der Nutzung von Datennetzen. What? Das heißt, die Internetanbieter müssen alle Webseiten gleich behandeln. Sie dürfen nicht dafür sorgen, dass eine Website schneller lädt als eine andere. Die USA sind im Begriff, ihre Netzneutralität aufgrund einer Entscheidung ihrer Regierung zu verlieren. Uns ist wichtig, dass das nicht in der EU passiert, da wir fürchten, dass die Netzanbieter dadurch zu viel Macht bekämen. Ein weiteres Thema, das uns beschäftigte, war der Rundfunk. Hierbei wären wir für eine genormtere Regelung innerhalb der Union, da es im Umgang mit den neuen Medien wie YouTube immer mehr Probleme in den einzelnen Staaten gibt. Probleme wie die unklare und veraltete Gesetzeslage der Rundfunklizenz in Deutschland könnten leichter gelöst werden. Außerdem wären wir dafür, die Gelder für öffentlich-rechtliche Sender nicht nur für Fernsehen und Radio auszugeben, sondern auch für das mittlerweile am häufigsten genutzte Medium Webvideo. Ein gutes Beispiel für die Umsetzung dieser Idee ist das Internetangebot des zweiten deutschen Fernsehens in Deutschland. Nun haben wir viel über künftige Entscheidungen des EU-Parlaments geredet, aber wenig über die jetzige Lage. Die EU bemüht sich immer mehr, auf die Jugend zuzugehen. Und das finden wir super. So gibt es zum Beispiel einen deutschen Abgeordneten namens Timo Wölken, der seine Arbeit im EU-Parlament auf seinem YouTube-Kanal dokumentiert. Und jede wichtige Abstimmung des Europäischen Parlaments kann man über einen Internet-Livestream live verfolgen. Das finden wir sehr lobenswert. Wir hoffen, dass die EU auch weiter in diese Richtung geht und weiterhin transparent bleibt und auf die Jugend zugeht. Dass sie weiterhin auf die Jugend zugehen, beweist eigentlich schon dieses Projekt hier. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen Films. Abschließend möchten wir uns noch bei der Projektleitung und Organisation für die coole Möglichkeit bedanken, durch die dieser Trickfilm erst entstehen konnte. Vielen Dank.